Entschuldigung, wie war Ihr Name? Vincent. Ja. Vincent, könnten Sie bitte mit Frederik die Plätze tauschen? Selbstverständlich. Danke, sehr nett. Papa, warum denn? Traditionell sitzen an dieser Seite des Tisches immer nur Frauen. Das ist irgendwie stimmig, dass sich in 30 Jahren nichts an deiner bodenlosen Primitivität geändert hat. Entschuldige, würde man dafür wohl ein Späßchen machen, oder? Ja, das finde ich jetzt aber auch. Komm, ist nicht so schlimm. Unser alter Herr ist nun mal so. Gibst du noch Fleisch? Das ist sehr gut, Anne. Danke, Charlie. Wenn ich nicht wüsste, dass du überhaupt nicht nachdenkst darüber, was du sagst, dann wäre das Essen hier und jetzt für uns beendet. Ja, dann würde dir allerdings ein hervorragender Rinderbraten entgehen. Und übrigens auch dein Erbe. Bis auf das, was der Gesetzgeber als Pflichtteil definiert hat. Aber sowas sagt man doch einfach nicht. Bitte? Vielleicht wissen Sie es ja nicht, aber im Dritten Reich wurden Homosexuelle ins Konzentrationslager gesteckt. Man macht sich nicht darüber lustig. Und schon gar nicht, wenn man der Älteste ist. Hören Sie, Angie... Jenny. Ja, wie auch immer. Jedenfalls... Jetzt lass sie doch mal ausreden. Unser Bundestagspräsident hat gesagt, Zivilcourage fängt da an, wo man hört, dass Menschen Dinge sagen, die man eben nicht sagt. Und das haben Sie ja nun. Ja, und sicher meinen Sie auch sehr gut und so weiter. Aber falls Sie vorhaben, mir in meinem eigenen Haus erklären zu wollen, was sich gehört und was nicht, dann... Dann? Dann kann ich euch beiden ein ausgezeichnetes Hotel empfehlen. Und das ist dein Ernst? Sehe ich aus wie ein Komiker? Hannes? Würdest du dich bitte entschuldigen? Ich bin zu alt und zu wohlhabend, um mir diesen Scheiß hier anzuhören. Es gibt ein altes russisches Sprichwort. Wenn die Jugend wüsste, wenn das Alter könnte. Ja, sprich ruhig für dich. Ich kann noch sehr gut. Hoch soll er leben. Dreimal hoch. Ich gehe auf ein Familienfest. Mein Vater wird 70. Haben Sie nicht Lust mitzukommen? Mit seiner Familie muss man leben, aber dich habe ich mir ausgesucht. Gregor! Papa! Ah! Ja. Das hätte man einen sublimierten Tötungswunsch. Auf dich und auf die Liebe und auf den Frieden. Vincent, könnten Sie bitte mit Frederik die Plätze tauschen? Traditionell sitzen an dieser Seite des Tisches immer nur Frauen. Ihr wisst, hat eure zweite Mutter beschlossen, meinen Geburtstag im Stile alter Reichsparteitage zu feiern. Das ist auf jeden Fall keine Frage, wer der Führer ist. Es wäre ja auch zu viel verlangt, wenn einer von euch zurücksteckt. Das ist eine ganz persönliche Entscheidung, ob man sein Leben lang mit einem Psychopathen verbringen will. Kommt mit leeren Händen, das erspart mir die Peinlichkeit, Freude zu heucheln. Aber ich halte die Rede. Das willst du sagen? Wir haben dich immer bewundert, einer der größten Künstler überhaupt. Ho, ho, ho! Ich bin gekommen, um mein Lebenswerk zu begutachten. Ein Windei, ein Schwuler, ein Schlaumeier. Richtiges Geburtstagsfeuer! Wird das jetzt die große Abrechnung? Hannes macht das, um Krieg zu führen. Immer machst du alles kaputt! Du wolltest immer nur, dass wir funktionieren. Du verbrennst meine Partituren! Hör auf! Hätte keiner gedacht, dass der Geburtstag noch so nett werden würde. Happy Birthday. Arschloch.